Herzlich willkommen zu Sag noch einmal B12, deinem wissenschaftlichen Format für eine pflanzenbasierte Lebensweise mit Dr. Markus Keller und Edith Gätjen. Heute mit einer neuen Stammtischfolge. Viel Spaß beim Zuhören. So, dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal. Mein Name ist Silke Steffen. Ich freue mich total, das heute Abend das erste Mal moderieren zu dürfen und würde jetzt gern den Dr. Markus Keller und die Edith Gätjen begrüßen. Ja, hallo Silke. Hallo, guten Abend. Und hallo Edith. Hallo. Lange nicht gesehen. Ja, lange nicht gesehen, genau. Wie geht's euch? Super gut. 26 Grad waren's. Genau. Hier zumindest, in Biebertal. In Köln? Auch so? Auch, auf jeden Fall, klar. Wahnsinn, sehr schön. Natürlich, direkt am Rhein, hier ist es wunderschön. Ja, du wohnst gar nicht direkt am Rhein, ich war schon da. Ja, aber fast. Okay, naja, gut. Sehr schön, dann sind wir alle gut gelaunt und können starten. Wir haben hier heute ein ganz spannendes Thema mitgebracht, nämlich das Thema, was ist eigentlich oder wie natürlich ist eine vegane Ernährung? Und da können wir gleich starten. Ich spiele den Ball mal an dich, Markus. Was ist denn eine natürliche Ernährung? Ja, das ist so eine meiner Lieblingsfragen oder das kommt ja gerne. Das ist ja völlig unnatürlich. Aber die Frage ist ja eigentlich schon falsch gestellt. Was heißt denn eigentlich natürlich? Und das hat irgendwann ein Professor, als ich noch studiert habe, gesagt, natürlich kommt aus der Natur. Und insofern müssen wir überlegen, wie naturnah leben wir denn heute überhaupt? Leben wir in einer natürlichen Umgebung? Also ich persönlich sitze jetzt gerade vor so einem Gerät, so einem viereckigen weitgehend. Da guckt mich so ein anderes Gerät an und da unten und irgend so ein kleines Gerät hängt hier an meinem Hemd. Ja, alles Technik, die ist natürlich eben nicht natürlich, sondern eben was Künstliches oder was Zivilisatorisches. Insofern müssten wir ja fragen, was ist denn unter den heutigen Bedingungen eigentlich eine Ernährung, die passt zu unseren zivilisatorischen Bedingungen? Und ja, die Frage, die werden wir uns sicher jetzt mal angucken. Aber trotzdem, so ein paar Dinge, es kommt ja dann immer, dann muss ich ja da künstliche Supplemente nehmen und solche Dinge, ne? Darum geht es ja dann auch. Aber wenn wir mal überlegen, was wir einfach auch in den Lebensmittelbereich, was wir da heute so essen und überlegen, haben das denn die Steinzeitmenschen? Das wird ja dann auch gerne so als Argument gebracht. Ja, wir essen ja was völlig anderes als die Steinzeitmenschen in der Steinzeit und wir müssten doch eigentlich das essen, was sie damals gegessen haben. Und da habe ich mal eine Frage an meine geschätzte Kollegin, an die Edith. Du machst ja auch immer den Praxisteil. Und jetzt würde ich mal gerne, du hast ja auch schon was mit Rosenkohl gemacht zum Beispiel. Ja. Oder? Mit Rosenkohl. Da ist doch einiges Gutes drin im Rosenkohl. Mhm. Und dann im Calcium, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Wie lange gibt es denn eigentlich schon Rosenkohl? Weißt du das? Tja. Wie lange es denn schon gibt? Ich meine jetzt nicht dieses Jahr, sondern überhaupt. Überhaupt? Das weiß ich nicht, wenn ich. Kann ja, ich dir nicht sagen. Aber hast du eine Schätzung? Ich würde sagen, dass das noch gar nicht so ein. Kein so ein altes Gemüse ist, dass das eher ein kultiviertes Gemüse ist. Aber ich weiß es nicht. Ich habe mir da ehrlich gesagt keine Gedanken gemacht. Aber sollen wir mal da die Zuhörer fragen? Das wollte ich gerade sagen. Vielleicht machen wir doch mal. Okay. Yes, machen wir mal. Einfach also, mal in den Chat. Wie lange gibt es denn schon Rosenkohl? Also ich ungefähr. Das würde mich auch mal interessieren. Ah. Okay, wir haben schon eine Antwort. 100 Jahre. Ja. Wir warten noch mal. 16. Jahrhundert. Genau. Von Melissa Figiel. 150, ja. Okay. Der Schauer sagt 150, okay. Ja, und einen nehmen wir noch. 30 Jahre, wunderbar. Dann gab es in meiner Jugend noch keinen Rosenkohl. 500 Jahre. Wird immer bunter. Sehr schön. Ja, eine Antwort lag sehr nah oder ziemlich richtig, nämlich 16. Jahrhundert ist richtig. Mhm. 1587 ist so der erste Bericht, von, dass es Rosenkohl gibt, und zwar aus Belgien. Ja, das ist, ja, Brüssel. Das kannst du erklären, oder, warum das so ist? Ja, das ist ja auch, also vom Namen her ist der Chou de Bruxelles, wird er auch genannt, also der Rosenkohl.
Und da kommt er ja her quasi. Ne? Genau, Brussels Sprouts auf Englisch und genau. Deswegen, und ja, ungefähr 430 Jahre alt. Also noch gar nicht so lang, aber es gibt noch ein paar andere Sachen, die noch jünger sind, zum Beispiel die Grapefruit. Magst du da einen Tipp? Der würde ich wirklich diese 100, 150 Jahre geben. Okay. Ja, ja, vielleicht fragen wir auch mal den Chat. Ob Grapefruit esse ich jeden Morgen. 200 Jahre, okay. Also auf jeden Fall, oder? Tendenz jünger als der Rosenkohl nach dem Weltkrieg. Weltkrieg. Okay. Mhm. Ja, gab ja zwei. Fragezeichen aber. Ist entscheiden, welcher. Ja. Mhm. Na, ist ein bisschen älter, aber eben nicht so alt wie der Rosenkohl. 1750 durch eine zufällige Kreuzung von Pampelmuse und Orange auf Barbados entstanden. Okay. Das weiß ich natürlich immer, wenn ich in Wikipedia sowas nachgeguckt habe. Und also 270 Jahre ungefähr. Ja, okay, dann doch schon ein bisschen länger. Bisschen länger, aber auch noch nicht so lange. Und das Dritte, ich meine, das ist jetzt vielleicht, was man nicht so ganz häufig vielleicht verwendet, aber die gute Kartoffel. Ja, na die ist, aber die gibt es schon lang. Die gibt es schon lang. Ja, also die Kartoffel, der würde ich die 500 Jahre geben. Ja, das ist noch ein bisschen älter. Die kommt ja aus Südamerika und die in den Andenregionen ist die seit Jahrtausenden schon im Einsatz sozusagen. Gibt es ja ganz viele Sorten, aber irgendwann kam sie ja nach Europa. Und ja, genau. Die essen die ja ziemlich häufig, du wahrscheinlich auch. Ja. Viele von uns hier vielleicht. Ja. Ja. Und wann kam die denn nach Europa? Das wäre jetzt noch so die dritte Frage zum Thema. Ja, das war jetzt so meine Gedanken. Ja. Also wollen wir mal fragen. Wann kam die Kartoffel nach Europa? Wann kam die Kartoffel nach Europa? Das habe ich auch schon mal als Klausurfrage, als ich noch an der Fachhochschule war, gestellt. Mhm. Kolonialzeit. Okay, Friedrich der Große hat sie mitgebracht. Woher hat er sie denn mitgebracht? Das wäre interessant. 16. Jahrhundert. Okay. Interessant. Hm. Ja, ist ungefähr genauso wie die Grapefruit, wobei die später nach Europa kam. 1570 kam die Kartoffel nach Spanien, natürlich durch die Spanier, ne, Entdeckung Amerikas, sogenannte Entdeckung. Und nach Deutschland kam sie nochmal so fast 100 Jahre später, so 1650 etwa, erst nach Bayern. Okay, da war ich ja gar nicht ganz so verkehrt, genau, okay. Mhm. Ja. Und dann ist die ja bekannt geworden, das war erstmal so ein Tiergewächs und eben nicht für die Ernährung gedacht. Und dann ist die ja bekannt geworden durch Friedrich den Großen, der in Preußen dann die Kartoffeln, den Anbau fördern wollte. Und er hat ja diese sogenannten Kartoffelbefehle erlassen, dass die Bevölkerung gefälligst Kartoffeln anbauen soll, um eben was zu haben, wenn die Getreideernten mal durch schlechtes Wetter, ne, Kartoffeln sind unter der Erde, das Getreide, es regnet, schlechtes Jahr, ist die Ernte kaputt. Ne? Okay. Also die typische Kartoffel, die wir ja hier gar nicht mehr wegdenken, die gibt es eben auch noch nicht so lange. Gibt es ja nicht so lange, genau. Und trotzdem würde man sagen, das ist aber ein ganz natürliches Lebensmittel heute, oder? Ja, und haben sie in der Steinzeit nicht gehabt. Nee, außer haben sie in der Steinzeit außer nicht in Südamerika, aber da sind die Menschen ja erstmal auch später hingewandert. Ja, genau. Und ausgewandert, ne? Ja. Genau. Also, wenn man sich das mal so ein bisschen überlegt, die Frage müsste man eigentlich anders stellen. Ich hatte es ja schon gesagt, was ist denn eigentlich so die artgerechte Ernährung? Und auch die Frage, ja, ist es denn natürlich, dass wir was kochen oder nicht? Ne? Diese Strömung gibt es ja auch. Und ich koche gerne und auch mit Hitze. Gibt aber Rohkostvertreterinnen und Vertreter, die das eben dann nicht tun. Geht auch, aber das machen wir auch schon ziemlich lange, ne? So 300.000 bis 400.000 Jahre. Und da habe ich auch noch was Interessantes gefunden, dass nämlich der Mensch, der ja im Prinzip als Omnivore biologisch und von der Entwicklungsgeschichte so bezeichnet werden kann, Allesesser, mit aber einem ganz klaren Schwerpunkt Richtung pflanzliche Nahrung, von manchen Wissenschaftlern wird vertreten, dass wir eigentlich Cucinivoren sind. Wie gefällt dir das?
Ja, wunderbar. Oder? Das ist ein wunderbarer Ausdruck, oder? Da kommt deine französisch-italienische Linie doch voll zur Geltung. Absolut, Cucini. Ja. Das gefällt mir jetzt. Oder? Das ist auch neu für dich jetzt, oder? Ja, das ist neu, den kannte ich nicht. Ja. Ja. Genau. Also der Mensch, der eben die Sachen zubereitet. Dann sind wir halt wieder bei der Kultur und das ist eben die Situation, wie wir heute sind und eben nicht irgendeine natürliche Umgebung. Das heißt, eigentlich ist die Frage halt nicht so ganz richtig. Ja. Was du ja auch bedenken musst, ist immer noch bei dem Gemüse, was du jetzt gerade auch angesprochen hast, dass eben früher das Gemüse auch ganz anders geschmeckt hat. Mhm. Ja, also früher war zum Beispiel auch eine Möhre überhaupt gar nicht so süß, wie sie heute ist. Ja, sie war viel, viel bitterer. Man hat ja wirklich auch nach und nach die Bitterstoffe und das alles rausgezüchtet. Das heißt also auch unser Gemüse, wenn wir auch denken, wow, das ist jetzt da ganz toll angebaut und natürlich angebaut. Aber so natürlich könnte man auch sagen, ist es gar nicht mehr. Ne? Also das merkt man, finde ich, total am Chicorée. Mhm. Ja, den kenne ich noch richtig, richtig bitter, dass also das schon auch fast eine Überwindung war, so einen Chicorée zu essen. Und heute, finde ich, ist er fast langweilig. Ja, also da ist schon mal selten, dass man wirklich einen hat, der total bitter schmeckt. Also noch bitterer als den ich habe. Ich finde schon bitter. Aber da geht noch mehr, meinst du? Da geht viel mehr. Ja, okay. Genau. Ja. So, und also Möhren galt als ein bitteres Gemüse und das ist ja alles weggezüchtet worden. Mhm. Ne? So, also von daher ist da auch ganz viel passiert worden und angepasst worden. Ne? Aber dann gucken wir trotzdem mal, wie natürlich ist dann die vegane Ernährung? Ja. Oder wie naturnah, könnten wir ja auch sagen. Da meinst du jetzt wahrscheinlich so ein bisschen das Thema so Alternativprodukte, könnte ich mir vorstellen. Alternativprodukte oder eben, wir könnten ja auch hingehen, wie gut versorgt sie uns denn mit allem? Weil das wäre ja eigentlich auch ein Blick, den wir drauf werfen könnten. Das heißt, im Endeffekt würde man ja mit einer natürlichen Nahrung auch den Anspruch haben, okay, wenn ich das esse, habe ich alle Nährstoffe, habe ich alles das, was ich brauche. Weil das wäre ja für mich zumindest doch ein Anspruch an eine naturnahe oder natürliche oder an eine richtige Ernährung für den Menschen. Mhm. Und kriegt das hin mit der veganen Ernährung? Werbung. Unterstützen Sie unsere Arbeit mit Ihrer Spende. Mit unserer Forschung gewinnen wir wichtige neue Erkenntnisse zur pflanzenbasierten Ernährung und stellen sie der Öffentlichkeit zur Verfügung. Damit ist das Forschungsinstitut für pflanzenbasierte Ernährung mit seiner Arbeit einzigartig im deutschsprachigen Raum. Mit Ihrer Spende tragen Sie zur Vermehrung und Verbreitung des Wissens über eine ressourcenschonende und gesundheitsfördernde pflanzenbasierte Ernährung bei. Zudem stärken Sie den Forschungsstandort Deutschland. Mehr Infos auf unserer Website www.ifpe-gießen.de oder über den Link in den Shownotes. Tja, das kommt so ein bisschen drauf an. Aber prinzipiell geht das natürlich. Jetzt sage ich wieder natürlich. Ne? Wir sagen sehr oft natürlich. Ja, du sagst sehr oft natürlich. War eben auch schon. Ja. Ne? Das geht, wenn das richtig zusammengestellt ist, geht das. Und da haben wir ja einmal unsere eigenen Studien, auch aktuell eben die Veggie-Studien mit den vegetarischen, veganen Kindern und Jugendlichen, wo wir eben gesehen haben, im Vergleich zu den Kindern und Jugendlichen, die Mischkost essen, war die Versorgung bei vielen Nährstoffen entweder genauso gut, kein Unterschied, oder sie war bei manchen sogar deutlich besser, sowohl was Zufuhr betrifft, als auch dann Blutwerte, die wir uns ja dann in einer Studie angeguckt haben. Und andere, da war es doch ein bisschen eng. Und das ist zum Beispiel eben nicht das Vitamin B12 gewesen, erfreulicherweise. Das war ziemlich gut, auch bei den Blutwerten, weil eben gut supplementiert wurde. Aber es war das Calcium beispielsweise. Und das zieht sich ja auch durch alle Studien mit erwachsenen Veganern und Veganerinnen, dass die Calciumzufuhr oft oder im Mittel üblicherweise unter den Referenzwerten liegt. Und eben auch die Zufuhr generell niedriger ist im Vergleich zu den Menschen, die vegetarisch leben oder mit Mischkost sich ernähren. Ja, also das ist schon ein Thema. Aber stell dir mal vor, ne,
damals in der Steinzeit ohne Apotheke ist doch echt Mist, oder? Wie hätten die das dann ohne B12 auf die Reihe gekriegt? Die wären ja nicht in die Apotheke gekommen, die konnten sich das damals auch im Internet kein B12 bestellen. Also wäre es ja damals vegan nicht gegangen. Das ist wohl wahr. Und tatsächlich war das ja auch nicht so richtig oder eigentlich überhaupt nicht vegan. Irgendwann, wenn man ganz weit zurückgeht, na, selbst dann nicht. Es gibt so die ältesten Vorfahren der Primaten. Das sind so spitzmausähnliche Tierchen gewesen. Vor 55 Millionen Jahren, also schon noch mal ordentlich länger her. Die haben eben vor allem auch Insekten gegessen und solche Dinge. So, und dann geht es ja los mit unseren, ja, wo man sagt, das sind so die direkten Vorfahren der Homininen. Das sind dann der Australopithecus oder die Australopithecinen. Südaffe heißt es ja dann übersetzt, die auch in Afrika erstmal gelebt haben. Und die waren schon noch näher am Pflanzlichen. Wir haben gesammelt, eben was es gab, gegessen, Blätter, durchaus auch Früchte, aber dann auch so harte Nahrung, Nüsse, Samen, Rinden von den Bäumen. Und die hatten auch ganz, also wer mal in einem Museum das gesehen hat, da kann man ja dann auch sich die, sofern es die Überreste gibt, eben auch die Kiefer angucken und die Mahlzähne. Das waren schon, also die haben ordentliche Kiefermuskeln gehabt, weil da musste man ja auch ordentlich kauen, um das alles zu verarbeiten. Und da war es dann doch sehr pflanzenbasiert, aber auch die haben dann eben auch Aas gegessen und Insekten. In manchen Regionen haben die auch Fische gegessen und es war doch sehr breit gefächert. Also es war auf jeden Fall auch nicht vegan. Näher dran, vegan. Aber auch nicht vegan. Ja, okay. So, also kommen wir wieder zu der Frage, wie natürlich ist das? Ja, was sagst du denn zu dem... B12, zu dem Thema Vitamin B12. Ja. Da kommen wir nicht drum rum. Nee. So, und der gängige Vorwurf ist, ja, das ja, genau. Muss ich ja Medikamente nehmen. Ja, und das also die häufigste Frage, um jetzt die nochmal klar zu formulieren, ist ja meistens, wie natürlich kann denn eine Ernährung sein, eine pflanzliche Ernährung, wenn ich doch trotzdem supplementieren muss? Genau. Also B12 ist klar, ist ja das, was immer supplementiert werden muss und wie natürlich ist das? Das ist das, wo man ja immer wieder konfrontiert wird. Wie kann das sein? Edith, was sagst du dann? Ich sage immer, dass eben im Endeffekt ja heutzutage die Tiere auch supplementiert werden. Also das Kraftfutter, was die bekommen. Also ich meine, in der Massentierhaltung ist das ja so, da stehen die auch nicht draußen und da bekommen die auch Vitamin B12 in ihrem Kraftfutter und darüber bekommen wir es dann. Also die Menschen, die eben, eben eine Mischkost essen und das Fleisch mit haben, die nehmen es dann über den Umweg. Und wir haben uns das tatsächlich jetzt mal angeguckt. Wir machen da auch so eine kleine Forschungsarbeit dazu und haben uns, also vielleicht nochmal zum Hintergrund, das dürfte den meisten hier klar sein, aber für alle Fälle, in pflanzlichen Lebensmitteln gibt es, wenn überhaupt, dann nur Spuren von Vitamin B12. Damit ist momentan nach aktueller Studienlage keine sichere Versorgung möglich, sondern das würde nur in Form von tierischen Lebensmitteln gehen. Oder eben dann durch angereicherte Lebensmittel, durch Nahrungsergänzungsmittel, wenn ich eben keine tierischen Lebensmittel konsumiere, was bei Veganern und Veganerinnen der Fall ist. So, aber bei der Mischkosternährung tatsächlich, wie kommt denn das Vitamin B12 in die Produkte? Und wir haben uns jetzt mal oder haben mal angefangen, uns die Zutatenlisten und wirklich auch die Verpackungen von Futtermitteln anzuschauen, die in der Tierfütterung eingesetzt werden. Mhm. Also nicht nur bei den Schweinen, sondern eben auch bei den Rindern. Die Rinder könnten ja theoretisch Vitamin B12 indirekt selber machen, weil die haben ja den Pansen. Mhm. Und in dem Pansen sitzen Bakterien und diese Bakterien produzieren das Vitamin B12. Das gilt generell, ne? Also das machen auch die Tiere nicht selber, sondern diese Bakterien. Und im Pansen sitzen die. Dazu brauchen die aber Kobalt. Kobalt ist ein Mineralstoff, der
als einzige bekannte Funktion Bestandteil von Vitamin B12. So, wenn ich das jetzt sozusagen selber machen will oder die Kühe das selber machen, dann brauchen die Kobalt zum Beispiel über das Gras. Wenn da genug Kobalt drin ist und sie haben die Bakterien im Pansen, könnten sie selber machen. Aber jetzt sind die meisten Kühe eben nicht auf der Weide, auch wenn das auf den Verpackungen immer so aussieht, sondern stehen im Stall und das heißt, da ist dann eben auch wenig mit frischem Gras. Und diese Futtermittel, es gibt tatsächlich Unterschiede. In manchen Futtermitteln ist Kobalt drin, das haben wir auch gesehen, interessanterweise. Aber es gibt auch ganz viele Futtermittel für Rinder, in denen schon Vitamin B12 drin ist. Und natürlich viele andere Vitamine und Mineralstoffe. Ne? Also das ist jetzt nicht nur so eine Geschichte, ja, die kriegen es dann indirekt, sondern das ist einfach ein Fakt. Wir wollen jetzt aber gucken, wie häufig werden denn welche Futtermittel eingesetzt und gibt es da vielleicht Unterschiede im konventionellen Bereich und in der Biolandwirtschaft. Oh, das wäre ja interessant. Wäre nochmal ganz spannend. Ne? Genau. Aber ja, momentan sieht das schon sehr nach dieser indirekten Supplementierung aus. Bei Vitamin. Okay. Aber wir Menschen, wir können es ja auch bilden, so ist es ja nicht. Also wir haben ja auch, ne, die, wir haben ja auch Bakterien, die eben Vitamin B12 eben bilden, nur leider an der falschen Stelle. Ne? Im Dickdarm halt, hilft uns das nicht viel. Nee, ja, im Dickdarm genau, hilft das da eben die. Nichts. Da nehmen wir aber halt, keine Vitamine auf. Ne, genau. Also von daher, wir hätten es auch, die Möglichkeit wäre eben auch da, aber es funktioniert eben nicht an der richtigen Stelle. Wie fändst du denn die Idee, immer so ein bisschen so dreckige Möhren zu essen und irgendwie knirschenden Salat? Wird ja auch immer mal vorgeschlagen. Ne? Ja? Das ist sicher auch wieder natürlicher, als das Essen zu waschen. Macht ja auch, doch, die Menschenaffen machen das ja mitunter. Die waschen ja dann auch ihre Knollen. Ne? Nicht alle, aber manche schon. Aber die meisten Tiere waschen ihr Essen ja nicht. Wäre sicher eine Möglichkeit. Aber ich glaube, wenn ich mich so recht erinnere aus deinen Veranstaltungen und Vorlesungen, gerade wenn es dann zum Beispiel um Schwangerschaft geht, da ist das ja schon auch ziemlich wichtig, dass wir das Essen waschen, oder? Allerdings, ja. Kulinarisch wahrscheinlich auch nicht der Knaller. Ja. Ne? Also das ist dann nicht. Aber eine kleine Menge bekäme man immer wieder, ne? Oder? Also eine Versorgung wäre möglich, denke ich. Ja, aber da gibt es eben auch keine richtigen Daten. Es wird ja dann manchmal auch gesagt, ja, in Indien, wo die hygienischen Verhältnisse schlechter sind, sag mal jetzt, ne, vor allem bei der ärmeren Bevölkerung, da gibt es ja keinen Vitamin B12-Mangel. Das stimmt ebenso auch nicht, sondern in Indien gibt es tatsächlich auch relativ häufig Vitamin B12-Mangel. Zum einen, weil eben ein ungefähr 35% sind so die aktuellen Zahlen in der Bevölkerung in Indien, noch vegetarisch leben, wobei die vegetarisch leben. Ne? Die haben dann Milchprodukte, das Ghee, dieses Butterfett und ähnliche Dinge drin. Und trotzdem haben die häufig einen Vitamin B12-Mangel. Das heißt also, nur durch diese nicht so hygienische Nahrungszubereitung ist das natürlich, sage ich wieder natürlich, das ist interessant. Ist das eben auch nicht sicherzustellen. Ne? Ja. Also da müssten wir schon weg. Und ich glaube, die meisten wollen das auch nicht, das Gemüse direkt so vom Acker mit Sand und Erde und Würmchen. Ja, genau, das ist oft nicht so beliebt, würde ich auch mal so sagen. Das ist, glaube ich, das. Und es, genau, ich denke auch gerade, wenn man so im Supermarkt das Gemüse einkauft, ist es oft ja auch schon gewaschen. Ne? Also da ist es ja selten, dass man es überhaupt noch irgendwie ungewaschen bekommt. Aber wenn man nochmal auf das Thema Natürlichkeit geht, was ja ganz oft auch so ein Vorwurf ist an die vegane Ernährung, ist auch die Frage der Natürlichkeit, jetzt solche Produkte wie Seitan, wie Tofu, ja, wie Tempeh. Ist das natürlich, ist das normal, dass man sowas isst? Hm. Ja, also, was würdest du denn da antworten? Werbung. Willst du auch live mit Dr. Markus Keller und Edith Gätjen über aktuelle Themen der pflanzenbasierten Ernährung diskutieren und deine Fragen stellen? Dann sichere dir jetzt dein Ticket für die nächste Live-Session des Online-Stammtischs über den Link in den Shownotes. Was wäre denn da so dein...
Die du jetzt genannt hast, das sind ja quasi die traditionellen Produkte, ne? Also Ja. Kuchen gibt es auch seit ein paar tausend Jahren. Also länger Genau. als die Kartoffeln. Länger, also zumindest kennt man sie hierzulande schon länger. Tofu ist schon, da müsst ihr jetzt nachgucken, ich weiß nicht aus dem Kopf. Wir machen mal auch eine Tofu- oder Sojasendung, glaube ich. Das ist auch ein ganz spannendes Thema. Eine Sojasendung, Ne? sollten wir auf jeden Fall machen. Soja ist immer ein heißes Thema auch. Aber in China, wo der Tofu vermutlich herkommt, ist der Sojabohnenanbau eben auch schon einige Jahrtausende und dann ist das dort schon lange ein traditionelles Lebensmittel, genau wie Tempeh in Indonesien. Seitan ist ein bisschen jünger, kommt vermutlich aus Japan von 10 Mönchen, nicht 10 Stück, sondern Zen-Mönchen, mal entwickelt worden. Aber das sind ja relativ traditionelle Lebensmittel. Aber dann geht es vielleicht um die Tofu-Würstchen, das Seitan-Schnitzel und Ähnliches. So, da würde man schon sagen, ja, das ist von der Produktionsweise oftmals natürlich schon weiterverarbeitet. Oft ist ja wieder Tofu, Seitan, Ausgangsbasis. Und die sind natürlich, es ist unglaublich, ich muss mal eine Strichliste mit natürlich, jetzt fällt mir das mal auf, wo wir das Thema haben. Unglaublich. Die sind schon weiter weg von dem Ausgangsprodukt, der Sojabohne zum Beispiel oder dem Weizenkorn. Aber ich finde das dann auch immer so im Vergleich, wie stellt man eigentlich Wurst her? Ah ja, aus Schwein, aus Rind. Ja, aber wie kommt das denn dazu, dass das Schwein wächst und das Rind wächst? Ja, dann muss man ja füttern. Und womit füttert man die? Zum Beispiel mit Sojabohnen und Getreide. Ist ja auch ein gewisser Verarbeitungsprozess und insofern könnte man das ja direkt nutzen und dann eben diese Alternativprodukte herstellen. Und ich denke, auch zu denen kann man sicher mal eine Sendung machen, denn da gehen ja die Wogen auch schnell hoch. Ist das denn, warum müssen denn Veganer und Veganerinnen Würstchen essen? Das werden wir jetzt nicht beantworten, weil das ist, ich glaube, da kann man sehr lange drüber reden. Ja, ganz tolles Thema, finde ich. Ne? Aber ja, die Produkte gibt es und ich finde, wenn man da vor allem auf Bioqualität achtet, was wir ja empfehlen und du auch, dann ist das überhaupt nicht von Schaden, die gelegentlich damit einzubauen, auch durchaus mal öfter, aber das wäre ja auch nicht die Grundlage von einer vollwertigen veganen Ernährung, wie wir das empfehlen würden. Genau. Es ging ja auch ohne. Genau. Das, ne? Also wer eben es vielleicht sogar noch natürlicher machen möchte, könnte ja auch hingehen und sagen, okay, ich nehme das Getreide, ich nehme die Sojabohne, ich nehme die ganze Vielfalt an Hülsenfrüchten, die da ist und mache daraus eben etwas. Und dann sind wir eben bei einem ganz, ganz wichtigen Thema. Und ich glaube, das kommt eben insbesondere bei der veganen Ernährung auch nochmal so richtig zum Ausdruck, dass es eben noch mehr Kochkompetenz zu vermitteln. Mhm. Ja, dass eben wirklich hier auch nochmal geschaut wird, was mache ich denn aus den Lebensmitteln? Und was kann ich daraus zubereiten? Sicherlich einmal geschmacklich, aber vor allen Dingen eben auch nochmal sinnvoll zu kombinieren. Mhm. Und da geht es einmal um Getreide und Hülsenfrüchte, aber es geht auch um die ganzen Wintergemüse zum Beispiel. Das merke ich immer wieder auch in Kursen. Ja, was ist denn mit einem Weißkohl? Was ist mit rote Beete? Aber auch jetzt, wenn die ganze Rübchenzeit kommt, dann zum Frühjahr hin und im Sommer, keine Ahnung, was soll ich denn daraus machen? Ja, und da denke ich, ist auch das ganze Thema nochmal, gerade wenn wir, ne, unser Aufhänger heute für Natürlichkeit, da ist ganz eng verbunden mit Kochkompetenz und das ist ja eigentlich unser Anliegen, dass es nicht darum geht, eben Fertigprodukte, vegan heißt Fertigprodukte, sondern vegan heißt vollwertig und eben frisch zubereiten. Und da ist mehr und mehr das Thema der Kochkompetenz eben und auch der Organisation ein großgeschriebenes Thema. Ne? Ich habe gestern noch Grünkohl aus dem Garten geerntet, der überwintert hat. Schmeckt sehr, sehr gut und liefert zum Beispiel Calcium. Calcium, aber sonst noch was anderes. Und alles andere auch. Ja, passt, allerdings. Passt alles. Grünkohl ist immer gut. Ist immer gut. Grünkohl und war er noch grün? Er war noch grün, er war noch nicht braun. Und auch noch nicht gelb. Und gelb war er nur so ein paar Blätter. Ich habe dann aber die stehen lassen, die grünen genommen. Also der ist jetzt, gerade wo es jetzt nochmal die Sonne rauskommt, das ist sehr, 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 sehr lecker gerade.
Aber vielleicht noch ein Wort, bevor wir dann auch die Runde eröffnen, noch zur Natürlichkeit. Wir haben ja dasselbe Problem sozusagen beim Thema Jod. Mit Jod sind generell die meisten oder immer noch ein guter Teil, hier in Deutschland zum Beispiel, nicht optimal versorgt. Und die meisten essen ja Mischkost. Warum? Weil sie eben entweder kein Jodsalz verwenden und die einzige nennenswerte Quelle im Lebensmittelbereich wäre ja Fisch, Meeresfisch, hierzulande, üblich. Ne? Aber die meisten essen ja auch weniger Fisch, als jetzt zum Beispiel von der DGE empfohlen wird. Das heißt, die Jodversorgung ist in der Allgemeinbevölkerung nicht gut. Und wir haben ja da genauso die Notwendigkeit, dann zu supplementieren, also Jodsalz oder eben als weitere Alternative, wie wir es dann in der veganen Pyramide haben, die Algen. Wohl dosiert, aber die Algen wären ja auch super Jodlieferanten. Da müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen mit den hohen Jodgehalten. Das ist aber sicher auch ein extra Thema für das Thema Jod, was wir sicher auch mal hier besprechen werden. Und dann haben wir Vitamin D, was dann im Winter oder in den sonnenarmen Monaten auch generell, egal wie man sich ernährt, ein Problem ist. Und insofern ist das eben nicht nur ein Thema für vegane Ernährung. Da ist es Vitamin B12. Aber das betrifft zum Beispiel auch viel ältere Menschen, ne? Die Resorptionsstörungen haben. Nicht, weil die vegan leben, haben die einen Mangel, sondern weil die Resorptionsstörungen haben. Ne? Also insofern gibt es gar nicht mehr so diese ganz singulär typischen veganen Problemnährstoffe, sondern oft betrifft es eben andere Gruppen genauso. Das stimmt. Ja, auch gerade nochmal, ich finde, wenn auch Medikamente angenommen werden, dann finde ich, ist auch nochmal, gerade das ist auch in der letzten Zeit nochmal noch mehr so ein Schwerpunkt geworden, auch da hinzugucken. Da wird auch mehr und mehr auch geforscht. Gerade die eben chronisch krank sind, die immer, also regelmäßig eben jeden Tag ihre Medikamente nehmen, wie sehr eben Medikamente eben auch Vitamine, Mineralstoffe quasi mitverbrauchen und wo dann eben auch dann die Menschen in Mangel kommen und mehr brauchen und was über die Nahrung überhaupt gar nicht leistbar ist. Ne? Also da ist, das ist, finde ich, jetzt auch nochmal ein ganz, ganz großer Bereich, wo wir hingucken müssen. Und da geht es gar nicht nur partiell eben wirklich um eine bestimmte Ernährungsform. Ja, richtig. Ja, gut. Ich denke, dann gucken Silke, wir mal. Wollen wir mal in die Runde gehen? Genau, ich wollte euch nicht unterbrechen, das ist so spannend. Aber ab jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, wir haben eine gute halbe Stunde, dass wenn die Zuschauer irgendwelche Fragen haben, können sie das entweder so wie ich machen, die Hand heben, gerne auch mit Video die Frage stellen oder auch ohne. Oder ihr schreibt es einfach hier in den Chat mit rein und dann würden wir ja noch ein paar Fragen beantworten. Wir hoffen, dir hat die aktuelle Folge von Sag noch einmal B12 gefallen. Bewerte uns doch gerne auf iTunes oder über die Apple Podcast App. Bis zum nächsten Mal.